Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Münchow, ich habe mich auch gefragt, was eigentlich der Anlass dieses Antrages so richtig erschließt einem das nicht. Wir haben in Europa tatsächlich gerade andere Problemlagen, aber so ein bisschen ist das ein Antrag aus dieser deutschen Mono- und leitkulturellen Mottokiste der Christdemokraten. Das scheint der Anlass zu sein, da ab und zu mal der Partei zu sagen, wir haben da was gemacht. Frau von Böselager, Sie haben verwiesen auf andere Kammern, die das diskutiert haben und da Beschlüsse gefasst haben, unter anderem der Deutsche Bundestag. Ich habe mal im Protokoll nachgeguckt, der Deutsche Bundestag hat es ganz zum Ende der Legislaturperiode nachts unter Top 87 behandelt. Die Reden wurden alle zu Protokoll gegeben und dann direkt abgestimmt. Also so richtig der Elan war da anscheinend bei den anderen Kammern auch nicht, sich diesem Thema so zu widmen. Sie konstatieren in Ihrem Antrag ein Anwendungsdefizit der deutschen Sprache in den europäischen Institutionen und sagen, da müssen wir jetzt mehr tun. Ich kann dieses Anwendungsdefizit einfach nicht erkennen. Deswegen können wir auch Ihren Antrag leider nur ablehnen. Wir sehen keine gezielte Benachteiligung der deutschen Sprache in den europäischen Einrichtungen. Zentral ist, glaube ich, für alle, für eine europäische Verständigung und für ein funktionierendes Europa, dass alle Bürgerinnen und Bürger der EU sich in ihrer Muttersprache an die Institutionen wenden können und dass die Dokumente der Europäischen Union in die Muttersprachen alle übersetzt werden können. Ich glaube eher, wir sollten mehr dafür tun, nicht dieses angebliche Anwendungsdefizit der deutschen Sprache in den Blick zu nehmen, sondern eher mehr dafür sorgen, dass die Sprachkompetenz unserer Mitmenschen in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland gesteigert wird, nämlich die Fremdsprachenkompetenz. Ich glaube, das ist eher der Fokus in die Richtung, in die wir gehen sollten. Es ist ein bisschen widersinnig in Ihrem Antrag auch, weil wissen Sie, die deutsche Bundeskanzlerin hat auch dafür gesorgt, dass der EU-Haushalt, so wie er jetzt verabschiedet wurde, doch so klein gehalten wurde, dass einige Programme nicht mehr laufen können. Wenn man mehr fordert oder mehr Anwendung der deutschen Sprache, braucht man natürlich auch Kapazitäten, auch finanzielle Ressourcen, das heißt mehr Geld. Die deutsche Bundesregierung hat selber dafür gesorgt, dass dem so nicht möglich ist. Dadurch gibt es natürlich auch mal Zeitverzögerungen in der Übersetzung, das kann schon sein. Aber dann halt auch ein bisschen selbst verschuldet. Da müsste man auch mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man das abstellen möchte. Und das einzig Positive an Ihrem Antrag, da bin ich auch mit meinem Vorredner sehr einig, ist die Kritik an der geplanten Reform im französischen Bildungswesen. Dadurch wird das Erlernen der deutschen Sprache effektiv schwerer. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Aber ich glaube, wir brauchen keine Aufforderung jetzt von Seiten der Union, da Gespräche zu führen. Jeder hat das auf seiner Ebene gemacht. Ich habe das auf dem Frankreichfest noch diesen Sommer mit dem französischen Botschafter und dem französischen Generalkonsul in Nordrhein-Westfalen gemacht, ihm auch selber meinen Unmut und meinen Missmut mitgeteilt, mit der Bitte auch, das an die französische Regierung zu übermitteln. Mal sehen, ob es was wirkt. Zusammenfassend, ich glaube, wir brauchen ein bisschen weniger Verkrampftheit mit dem Umgang unserer deutschen Sprache und ein wenig mehr Lust an der Multilingualität, darf es dann auch schon sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus